Der Auslöser, als ich abgenommen habe, war die Geburt meiner Nichte Katharina. Ich habe das kleine Mädchen auf dem Arm gehabt und gedacht, wenn die irgendwann mal Fotos von mir und sich hat und zeigt, dann soll da kein dicker, verschwitzter Mann drauf sein, wo sie sich eventuell sogar für schämen muss. Also als der Thomas mir erzählt hat, dass er abnehmen möchte, es war halt immer so, ja, Mensch, nimm, probier's, mach doch, wir glauben dir das eh alle nicht. Das Laufen gibt einem das Gefühl, frei zu sein. Naja, mein Ziel ist es, den Marathon unter 3 Stunden zu laufen. Der Marathon ist 42 Kilometer und 195 Meter lang. Das wird hart, aber ich hätte auch nie gedacht, dass ich fast 60 Kilo abnehme. Einfach draufklicken. Ja. Dann öffnet sich die Seite hier. Ja, das ist doch super. Sehr intuitiv, das System. 30, 40, Laufstrecke. Ausnehmen, danke. Wenn man das erste Mal laufen gewesen ist und dann kann man dort reinschreiben, ey Leute, ich war laufen, und es ganz viele Leute, die man nicht kennt, die gefällt das und die kommentieren das und sagen super und mach weiter so, und das ist eine Sache, die die Community einem ja so gibt, so Bestätigung und Motivationsschub von Leuten, die man gar nicht kennt. Das ist wie, als wenn jemand draußen applaudiert, wenn man am Ende dann einen Marathon gelaufen ist. Ich habe angefangen, irgendwann meine eigenen Ergebnisse im Abnehmen bei Facebook zu posten. Und eigentlich nur, weil ich es lustig fand. Da hatte ich mir nie was bei gedacht. Und ich habe gemerkt, dass jedes Like, was dann gekommen ist, und jeder Kommentar und jeder positive Kommentar mir richtig viel gibt. Und ich glaube, dass ich ohne diese ganzen Likes und ohne die Kommentare, hätte ich das nicht durchgestanden. Ich hätte irgendwann aufgehört, aber... Die Leute kennst du auch jetzt, ne? Also mittlerweile trifft man sich da schon mal. Also einige dieser Leute, die habe ich beim Laufen schon mal getroffen, bei Wettbewerben. Also einen habe ich in Bremerhaven beim Laufen getroffen. Der hat sich neben mir umgezogen. Ich habe die Menschen vorher noch nie in meinem Leben gesehen. Und der hat ein T-Shirt angehabt, ein Lauftrikot, wo dann Laufjunkies draufstand, was diese Facebook-Gruppe halt ist. Und dann kommt man sehr schnell ins Gespräch, weil ich dann auch das Armband getragen habe aus dieser Laufgruppe. Es ist so, weiß ich nicht, schon so, ja, erkennungszeichenmäßig, schon ein bisschen obskur. Und ja, fängt man an zu quatschen, weiß, dass man auf der gleichen Wellenlänge ist, so die... Ah, hier, 81,1, das ist aber verfälscht. Aber lass mich nochmal gerade hinstellen, das ist ein bisschen gemein. Warum? Und wegräumen. Aber wegnehmen brauchen wir nochmal. Okay, bin da. Und bitte. Bitte! Du kommst dazu. Okay. Und bitte.
geht auch mit T-Shirt. Zeig's mal an der Seite, bitte. Nee, so, dass du stehst, aber hier die Seite mal so ziehst. Eine Seite, genau. Genau, und das, ja. Ja. Dann, genau, schau noch mal so runter. Dann kannst du die Frage stellen. So. Es fühlt sich sehr ungewohnt an. Das ist sehr befremdend, weil es ist ja eigentlich keine Hose, die ich gerade anhabe. Also es rutscht ja eigentlich alles mehr. Das ist ja unglaublich, dass ich da tatsächlich früher mal reingepasst habe und der Bauch drüber gequillt hat bei der Hose noch. Weil es ist ja eine etwas engere Hose als die Maximalgröße, die ich jemals hatte. Aber naja, also selbst ein Gürtel wird ja hier nicht mehr helfen. Also es sieht so ein bisschen Hip-Hop-mäßig aus, glaube ich. So, wenn das T-Shirt noch drüber ist, so vielleicht kostet hier richtig viel Geld, dass ich es nochmal verkaufen kann, weil sie so schlabberig ist. Aber nee, ich würde sowas nie wieder tragen wollen. Wenn mich vor anderthalb Jahren jemand gesagt hätte, ich nehme 60 Kilo ab, in 9 Monaten hätte ich den für völlig verrückt erklärt und hätte es auch nicht geglaubt. Da hätte ich einen Vogel gezeigt. Das, ich glaube es im Prinzip ja selbst noch nicht, dass ich es geschafft habe. Das Gefühl, 60 Kilo verloren zu haben, ist, dass man ein neuer Mensch ist. So, ich schwitze weniger, wenn ich die Treppe hochgehe. Ich gehe auch viel lieber raus und ich trage auch viel lieber mal andere Sachen oder ich achte auch viel mehr, andere Sachen zu tragen, weil es auch Spaß macht. So, wenn permanent nur ein Schlabberpullover drüber ist, um irgendwas zu kaschieren, dann ist das doof. Aber das Interessante ist, dass ich das früher nicht gedacht habe, dass es doof ist, weil ich habe mich früher nicht als dick gesehen. Wenn ich jetzt Fotos sehe von mir, wie ich ausgesehen habe, dann glaube ich das selber nicht. Weil okay, der Auslöser, dass ich abgenommen habe, war die Geburt meiner Nichte Katharina. Am 19. Dezember 2013. Ich habe kleine Mädchen auf dem Arm gehabt und gedacht, wenn die irgendwann mal Fotos von mir und sich hat und zeigt, dann soll da kein dicker, verschwitzter Mann drauf sein, wo sie sich eventuell sogar für schämen muss, dass da so ein Typ drauf zu sehen ist, sondern ja, es soll einfach ein ganz normaler Mensch sein, der auf diesen Fotos auftaucht. Und das war der Augenblick, wo ich gedacht habe, dass ich irgendwas ändern muss. Dann habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren, was kann ich halt machen? Also habe ich wenig Kohlenhydrate genommen, low carb, hat aber auch nicht so richtig funktioniert. Ich habe mich mehrmals in Fitnessstudios angemeldet, verschiedene, weil die alle nichts gebracht haben. Habe es alles probiert, habe mich auch von Trainern beraten lassen, habe mich selbst abgerackert, aber es hat alles nicht funktioniert. Ich bin immer wieder rückfällig geworden oder habe den Jojo-Effekt gehabt oder irgendwann auch keine Lust gehabt. Also meine Ernährung heute ist, glaube ich, katastrophal. Wenn das Ernährungswissenschaftler sehen würden, die würden sich die Hand vor den Kopf schlagen. Ich esse weiterhin meinen Döner. Ich mag es total gerne. Ich glaube, ich esse aber einfach nur weniger. Also ich achte drauf, was ich esse. Und es kommt halt auf die Menge drauf an. Gut, ich mache jetzt auch noch sehr viel Sport dazu. Das heißt, ich darf auch etwas mehr essen, was ja auch ganz toll ist. Um abzunehmen, habe ich eine App benutzt, die mir gesagt hat, wie viel ich so essen darf, damit ich nicht zu viel esse. Die hat mir auch verraten, was für ja, Gewichtigkeit dieses Essen hat. Also hat mich im Prinzip erzogen, das Richtige zu essen und auch die richtigen Mengen dazu zu essen. Motiviert zu laufen, hat mich da ein Mädel, was ich ganz nett fand, die ist auch gelaufen. Und ja, da dachte ich mir, es scheint ja wohl ein toller Sport zu sein und habe auch das Laufen gewählt und bin da jetzt hängen geblieben. Das Mädel ist irgendwie nicht mehr so ganz präsent, aber das Laufen ist auf jeden Fall noch da. Das Laufen gibt einem das Gefühl, frei zu sein. Man wird nicht gestört, man wird nicht genervt, man ist unterwegs. Man hat auch nicht wie im Fitnessstudio irgendwelche Leute, die einen nerven, die das Gerät benutzen möchten, sondern ist ganz für sich alleine. Ich habe es eigentlich auch gar nicht gemerkt, wie ich bin, also dass ich träge bin. Das merke ich jetzt erst so alles. Weil ich jetzt den Unterschied sehe von früher zu heute, merke ich erst, wie schlimm ich im Prinzip früher gewesen bin oder auch wie faul und wie träge, wie ich mich habe gehen lassen. Also es ist halt ein Riesenunterschied. Ich kann es gar nicht beschreiben, wie es früher war, weil ich das, glaube ich, mittlerweile auch schon verdrängt habe, weil ich so können. Also ich war halt immer nur kräftig oder etwas korpulenter. Mittlerweile würde ich mich einfach nur auch als fett oder ich bezeichne mich mal, meine Freunde nennen mich gerne immer Mops. Also sie haben mich früher immer Mops genannt, so, das machen sie immer noch, wobei es auch schon Anti-Mops kommt oder Ex-Mops oder so. Ja, das Feedback von Freunden und Verwandten ist enorm. Also ich habe es aber auch ein bisschen genutzt. So, es ist vielleicht so mein Geheimtipp, wenn man eine Diät macht. Ich habe
viel Facebook benutzt, um Leuten einfach zu erzählen, was ich da mache, dass ich abnehme. Ich habe da meine Erfolge gepostet, habe die Waage fotografiert.